Wir haben schon oft drüber nachgedacht und rumgesponnen über dieses Setting, ja, Science Fantasy Universe nennen wir das. Und das ist schon ziemlich lange her, 9 Jahre jetzt oder so, dass wir darüber sinniert haben, mal was anderes zu machen. Wir stehen total auf Gegensätze, das merkt man auch an unseren Spielen. Wir stehen total auf Mittelalter, ja, das sollte man ja auch kennen von unseren Spielen so. Und aber irgendwie fehlt ja da noch ein bisschen was. Immer nur Fässer und Stühle und mittelalterliches Zeug zu bauen, ist auf die Dauer echt ein bisschen trist. Und ja, wir haben sehr viele Experten hier, die auch mal Hard Surfaces bauen wollten und so. Und ja, und die Idee war halt, packt doch mal alles zusammen, was geil ist. So. Und Postapokalypse kam dann dazu und auch Science Fiction irgendwie. Der Arbeitstitel, der war damals Evolution, einfach mal um aufzuzeigen, welche unterschiedlichen Settings man da verwenden kann, irgendwie halt vom Mittelalter über die Jetztzeit, also Postapokalypse dann und auch Sci-Fi, also im Grunde genommen einen Abriss der kompletten Evolution, wie ein Mensch halt durchlaufen kann in diesem fiktiven Universum. Also als allererstes steht erstmal das Grundgerüst, so was man für ein Spiel machen möchte. Wir sind Piranha Bytes und von uns erwartet man eine gewisse Art von Spiel, nämlich ein Open-World-Rollenspiel, sehr frei, sehr harte Welt, sehr viele Charaktere, mit denen man sprechen kann, die einen Missionen geben, dass in der Welt man alles machen kann, dass es keine Hubs gibt, wo man sich nur unterhalten kann oder Hubs, wo man nur kämpfen kann, sondern dass alles in einem Stück ist. Und ja, dann packt man diesen ganzen Kram, den man sich so überlegt hat, über Setting, was man für Monster da drin vorkommen lassen kann und was für Charaktere da drin sein könnten, packt man dann irgendwie da rein und versucht die zu sortieren. Und dann baut man, skribbelt man so eine Weltkarte zusammen und guckt, dass die verschiedenen Fraktionen, die wir immer haben, denen man sich auch anschließen können soll, so ein Klassiker, ein typisches Ding bei Piranha-Bytes-Spielen, die irgendwo wohnen in einer für sie passenden Umgebung und für sie passenden Location, die zivilisiert ist, also eine Stadt im Grunde genommen. Und dann bringt man das in eine gewisse Reihenfolge und versucht die dann abzubilden in einem Open-World-Prinzip, was natürlich sehr, sehr schwierig ist, weil bei uns die Missionen auch mal hintenrum gespielt werden können. Das heißt, dass wenn man ein Monster töten soll für einen Charakter, man dieses Monster vielleicht schon getroffen hat und schon getötet hat. Und entsprechend muss man halt auch die Dialoge aufziehen. Und wir haben da halt sehr viele unterschiedliche, sehr komplexe Missionen gemacht, dann uns einfallen lassen und die entsprechende Umgebung muss dann darauf angepasst werden und dann entsprechend gebaut werden. Und so schält sich so langsam die Welt zusammen. Am Anfang hat man nur eine leere Welt, das heißt, bestenfalls hat man schon mal so die grobe Topologie, wo die Stadt, auf welchem Hügel sie steht, wo in welchem Tal man hingehen kann, wo das Spiel startet, ganz wichtig, weil der Spielstart sind die ersten 2-3 Stunden des Spiels, die über Sieg und Niederlage des Spaßfaktors oder des Mojos, wie wir es immer gerne nennen, entscheiden. Und das muss da sein, ziemlich früh, damit man die Püppchen da schon mal aufstellen kann. Die haben da noch keine Rüstung an, die haben noch keine Gesichter, die sind noch nichts, die sind manchmal nur Männer. Ja, aus unseren vorherigen Spielen klassischerweise sehen alle gleich aus und selbst eine Frau, die man dann schreibt, sieht dann auch aus wie ein Mann. Da muss man halt sehr gute Vorstellungskraft haben und sich halt vorstellen, wie es nachher am Ende sein könnte. Also wir können natürlich nicht alles hundertprozentig umsetzen. Wenn ich jetzt unendliches Budget hätte, könnte ich sagen, das muss so, das muss so. Nee, wir müssen gucken, was ist die Idee hinter dem Konzept, was ist die Essenz dahinter und wie können wir diese Essenz rauskristallisieren für jeden einzelnen Bereich. Das ist im Levelbereich anders als im Game Design Bereich und anders als im Story Bereich. Und wenn man diesen Funken gefunden hat, versucht man dann eigentlich den, ja, jetzt in meinem Bereich vom Gameplay-Technischen zu unterstützen. So, wir haben jetzt Science-Fiction-Waffen, wir haben Nahkampfwaffen. Wie sorge ich dafür, dass wir, ich meine, eine Laserkanone ist erstmal stärker als ein Schwert, aber wie sorge ich dafür, dass ein Schwert eine valide Option bleibt und so weiter. Also man versucht diese Essenz, diesen großen Mix, den wir haben zwischen Fantasy und Science-Fiction, irgendwie in Spielmechanismen zu packen und somit die eigentlichen Ideen, die dahinter stehen, nämlich, dass wir alles anbieten,
ja, zu unterstützen. Das Erste, was du natürlich machst, ist, dass du erstmal überlegst, was mache ich überhaupt? Was soll das werden? Du kannst ja nicht einfach loslegen. So, ich habe gerade das Beispiel mit dem kleinen Haus. Du fängst ja nicht an, ein kleines Haus irgendwo hinzustellen. Du musst erstmal wissen, worum handelt es sich. Was gehe ich hier an? Und das hat sich für uns schon dadurch geändert, dass wir im Gegensatz zu vorher eine große Welt haben. Wir hatten Risen 3, zuletzt kleine Inseln. Und du fängst dann an, dir zu überlegen, weil du diese eine Karte hast, wie teile ich das auf, was packe ich wohin? Wir haben Vorgaben von der Story, was wohin soll, aber das ist die tatsächliche Ausführung, wie mache ich dann meine kleinen Städte, die liegen dann bei uns. In diesem Projekt haben wir angefangen, ein neues Animationsskelett aufzubauen. Das heißt, wir brauchten überhaupt erstmal irgendeine Figur. Die wird dann halt eben so gut wie geht anatomisch korrekt aufgebaut. Und daraufhin wird das Skelett eben auch mitgebaut und das testet man halt direkt schon in der leeren Welt. Und bei mir, was schön ist und Spaß macht, ist zum Beispiel die ganzen dynamischen Elemente. Neu in diesem Projekt sind zum Beispiel, wir haben jetzt so Gelenke, die dynamisch bewegt sind. Das heißt, sie werden nicht fix animiert am Anfang, sondern die werden mit der Bewegung des Players im Spiel oder auch der anderen Figur dynamisch mit bewegt. Das heißt, man bekommt halt einen viel schöneren Fluss rein. Es sieht halt nicht starr mehr aus. Es sieht alles mehr in der Welt funktionierend aus. Das ist halt eine sehr schöne Sache, die neu in Elex reingekommen ist. Ja, wann ist eine Quest oder eine Mission eine gute Mission? Die ist dann gut, wenn ich das Gefühl habe, dass ich Spaß habe, daran die zu machen und dass ich weiß als Spieler, warum mache ich die überhaupt? Das heißt, dass die Intention dahinter, warum man etwas tut, warum muss ich jetzt dieses Monster töten, eine emotionale, bestenfalls auch für mich nützliche Zweck hat irgendwie, heißt im Grunde, dass man dieses Viech da wegkloppen muss, um an das geile Item zu kommen, was es in der Tasche hat, um es aus dem Weg zu räumen für die Leute, die davon irgendwie bedroht werden, um den Leuten zu gefallen, zu sagen, die finde ich jetzt cool, bei uns die Berserker beispielsweise, dass man sagt, okay, die wollen da ihr Weltenherz verteidigen und deswegen ist dieses Monster da im Weg. Ich helfe denen, das heißt, ich habe auch eine emotionale Bindung zu den Typen oder ich weiß, dieses Viech ist irgendwie total magisch aufgeladen und wenn ich jetzt Magier werden will, dann weiß ich, ich werde da sehr viel Mana finden um ihn herum und so weiter. Aber sobald ich mich dem Vieh nähere, da bedroht mich das und haut mich auch platt. Eine typische Piranha-Bytes-Quest würde sein, dass man sie auch auf verschiedene Arten lösen kann. Dass man erst zum Monster hingeht, ja, bevor man den Auftrag dafür bekommt, das töten kann. Dass man gewisse Sachen anwendet, ja, wie zum Beispiel Fernkampf, Nahkampf, das, was man halt da am besten kann. Und dass du als Spieler im Grunde da dann mehrere Möglichkeiten hast, diese Mission zu lösen. Entweder du hast jemanden, der dir dabei hilft, du hast einen Crew-Party-Member dabei, also einer von deinen Gefährten hilft dir dabei, oder du kannst Leute dazu überreden, das Vieh zu stürmen, wenn es ein großes Monster ist. Oder. Also wir versuchen, jede Mission zu bauen mit mindestens immer einem Trick dabei. Das heißt, ein Kniff, eine Sache, wenn man sie weiß, dass es einen das Spiel an der Stelle erleichtert. Und ansonsten muss man halt 30, 40 Mal drauf kloppen und selber dabei nicht getroffen werden, im schlimmsten Falle. Aber das ist dann die einfachste Form, um diese Quest zu lösen oder die Mission. Also ganz am Anfang kriege ich meistens eine Liste, an welchen Stellen Cutscenes eingebaut werden sollen, welche Charaktere mitspielen sollen, wie vielleicht die Location aussehen soll. Und dann fange ich an, mir zu überlegen, okay, was passiert jetzt wirklich konkret da drin? Weil wenn man als Aufgabe kriegt, okay, Liebesszene zwischen zwei Personen, ist halt die Frage, okay, deutet man vielleicht eine Sexszene an oder ist es nur ein Kuss? Ist es vielleicht ein bisschen romantischer? Ist noch ein bisschen Dialog dabei? Dann überlege ich halt, okay, wo könnte das spielen? Also dann rede ich mit dem Levelbereich, was könnt ihr euch vorstellen, da im Lager des Players, ist da vielleicht eine schöne romantische Location, die ich auch für mich schon ein bisschen reservieren kann, dass ich ja meine Cutscene später abspielen lassen kann. Und dann spreche ich das mit der Storyabteilung ab, mit Björn, ob das auch seinen Vorstellungen entspricht und dann überlege ich, okay, was brauche ich? Ich brauche Animationen dafür. Was für Animationen brauche ich? Wie lang sind diese Animationen? Brauche ich vielleicht spezielle Objekte dafür? Brauche ich da vielleicht irgendwie ein Glas, was eine bestimmte Größe hat, was auch später in der Cutscene vorgenommen werden soll. Ja, also meistens ganz am Anfang benutzt man dann noch die Charaktere aus dem vorherigen Spiel, um sich das schon mal ein bisschen zu visualisieren. Für die Umgebung hat man dann, also die Locations hat man dann wirklich
nichts, sondern meist halt einfach nur so eine Box oder irgendwas und dann muss man halt mit dem Levelbereich diskutieren, hey, könnt ihr vielleicht meine Location ein bisschen früher machen, dass ich schon mal ein bisschen was platzieren kann. Aber in dieser Anfangsphase arbeite ich eh noch nicht so viel im Editor, da arbeite ich noch viel außerhalb. Wie gesagt, ich platziere halt meinetwegen in einem 3D-Programm schon mal meine Charaktere, um zu gucken, wie das aussieht und zeichne es ja auch extern. Das ist meistens, oder in unseren Fällen eigentlich immer so eine recht große Lagerhalle, die ausgestattet ist mit 100 Infrarotkameras und dort kann man dann mehrere Charaktere oder mehrere Menschen reinstellen, die spezielle Anzüge anhaben, die mit Infrarotreflektoren ausgestattet sind. An jedem Gelenk sind immer ganz viele von diesen Reflektoren und wenn sie sich bewegen, können die ganzen Kameras das aufnehmen und dann in den digitalen Raum übertragen. Das können wir dann auch mal live sehen. Und dort mache ich dann meistens die Aufnahmeleitung im Sinne, dass ich den Schauspielern vorher sage, okay, was will ich? Wie viel Zeit habt ihr dafür? Das ist bei uns recht wichtig, weil wir immer ein bisschen gucken müssen. Wir haben nicht so viele Sekunden sozusagen zur Verfügung für Animationen. Und dann muss man halt immer schauen, okay, ja, wir 10 Sekunden dafür. Und dann probieren die das und merken, oh, wir haben 15 gebraucht. Ja, was machen wir jetzt? Machen wir das da länger und knapsen woanders Zeit ab? Oder versuchen wir das halt ein bisschen schneller zu machen? Ja, also es kommt darauf an. Also gerade die Stuntmen, die wir bis jetzt immer hatten, sind sehr, sehr erfahrene Menschen und die helfen dann oft. Also wenn ich halt zum Beispiel bei Risen 3 habe ich gesagt, okay, ich brauche eine Kampfszene, die soll 15 Sekunden lang gehen und ganz am Ende hätte ich gerne Pirouette. Mhm. Und dann stellt er sich halt hin und choreografiert das für mich. Also dann, ich muss mir dann nicht, also ich mache mir natürlich vorher Gedanken, was hätte ich gerne, aber im Endeffekt, die haben dann so viel Erfahrung zu sagen, okay, wir machen jetzt was, was schön aussieht und was am Ende die Pirouette hat. Ah, das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, unsere Quests leben sehr viel davon, dass man sehr viel Freiheit hat. Dass ich als Spieler einfach hingehen kann und mir überlegen kann, okay, mag ich den Typen, mag ich ihn nicht, hau ich ihm aus den Socken, klaue ich ihm seinen Kram, wie rede ich mit dem, wie will ich das lösen? Und einfach so diese spielerische Freiheit, plus natürlich unsere bekannten Dialoge. Also man braucht so ein bisschen dieses Kernige, diese deftigen Dialoge, irgendwie so, was willst du mir, als Maul, verpiss dich und sowas. Und ja, ich glaube, das ist sehr viel, ja, es ist Fingerspitzengefühl. Man muss einfach kennen, was wir vorher gemacht haben. Gerade ich als Schreiber, wenn ich jetzt nicht an Gothic 1 oder Gothic 2 oder so mitgearbeitet habe, ich muss die Sachen kennen und ich muss das irgendwie versuchen, dieses Flair rüberzubringen. Und ich glaube, das ist uns ziemlich gut gelungen. Ja? Ja, ich glaube schon, ja. Ich glaube, bei unseren Quests ist die Nachvollziehbarkeit sehr, sehr schön gegeben. Das heißt, also wir versuchen, unsere NPCs glaubwürdig in die Welt zu integrieren. Das heißt, wir überlegen uns, was hat dieser Charakter für ein, ich wollte gerade sagen, Standing in der Welt. Also was macht ihn aus? Warum ist er dort? Und warum ist er keine leblose Hülle? Wie wichtig ist er für die Gemeinschaft? Oder warum ist er unwichtig für die Gemeinschaft? Und aus diesen Problemen, aus diesem Ganzen ergibt sich dann ein Bild vom Charakter, womit spezielle Probleme verknüpft werden. Und wenn je besser ich einen Charakter kenne, umso mehr kann ich aus ihm rausholen, auch questmäßig, allein wie er redet oder ob seine Quest dich nur verarschen soll und wie das denn halt gemacht wird. Du kannst einen Charakter unglaublich facettenreich schreiben, je mehr du über ihn weißt. Und das haben wir auch versucht bei allen Gilden zu berücksichtigen, dass wir auch diese Unterschiedlichkeit damit reinbringen. Wir haben ja ein internes Wiki, wo wir eigentlich am Anfang dieses weiße Blatt Papier haben. Das heißt, oftmals sitzen, Amadeus und ich sind ja zuständig für die Nebenquests, sitzen wir dann hier und haben dieses ominöse weiße Blatt Papier, wo du erstmal ein dickes Fragezeichen drauf malst. Aber dann holst du dir die Informationen aus den Sachen, die schon feststehen. Wie sieht die Welt aus? Wo befindet er sich dort? Und dann nach und nach entwickelst du Charakterzüge. Zum Beispiel, warum wird dieser Charakter jetzt gerade hier gebraucht? So, und dann entwickelst du ihn weiter. Und wenn du diese Grundzüge hast, dann ergibt sich der Charakter schon fast von alleine. Du weißt, ob er ängstlich ist, ob er einen hohen Stand in der Gesellschaft hat. Und das heißt, wenn er jetzt ein ängstlicher Bauer auf dem Feld ist, ja, dann wird er dir wahrscheinlich keine Quest geben, wo es heißt, töte den König. Außer, er ist ein bisschen überambitioniert. Also aus diesen Informationen ergibt sich diese Quest dann einfach. Ja, zunächst einmal haben wir uns diesmal vorgenommen, weniger Dinge ins Spiel einzubauen, die einen aus dem Spiel herausholen. Und Minigames gehörten dazu. Das heißt, während wir vorher in dem Piraten-Setting noch viel hatten, wie Messerwerfen und so ein Kram, haben wir in Elex uns darum bemüht, tatsächlich nur Minigames ins Spiel einzubauen, die auch irgendwie in die Spielewelt integriert sind.
Zum Beispiel Schlösser knacken ist irgendwie ein Klassiker, also haben wir den beibehalten. Und das Hacking haben wir hinzugefügt. Und so einen großen Aufwand hat das Ganze dann im Grunde genommen nicht gekostet, weil wir auf viele Spielereien nebenbei verzichtet haben. Also was immer auch schön ist, wenn wir ungeplante Dinge ins Spiel wandern. Die Sonnenbrille, die war nie geplant. Das war eher eine Glückssache, also weil im Design und Konzept gab es diese Person mit Brille. Aber für mich war klar, diese Brille, wenn wir die produzieren lassen, das kostet extra und das lohnt sich nicht. Und plötzlich war die Brille da. Und als zum ersten Mal die Sonnenbrille im Spiel war und jeder die gesehen hat, dachte, boah, ist das cool. Und dann am Ende ist es sogar ein Gameplay-Feature geworden, dass man mit bestimmten Sonnenbrillen irgendwie Items hervorhebt und so. Und das war alles halt eben nicht geplant, sondern hat sich so gefügt. Klasse. Und wir haben irgendwelche Listen gemacht und nicht nur in den Foren, aber insbesondere in den Foren, weil wir dort sehr nahen Kontakt immer zu Leuten hatten, aber auch in anderen Kanälen und auch von Angesicht zu Angesicht Feedback zu sammeln, zu gucken, was ist den Leuten denn besonders wichtig, was wird von vielen unterschiedlichen Menschen genannt und diese Sachen dann zu berücksichtigen. Und im Endeffekt ist es dann immer schön, wenn man so eine Messe hat, wie zum Beispiel die Gamescom, man trifft dann auf die Leute, die man vielleicht sonst nicht richtig kennt, dann ja, dann macht das auch Spaß. Wir haben versucht, sehr transparent zu arbeiten in diesem Projekt Elex. Wir haben verschiedene Demos gehabt, beziehungsweise eine Demo in unterschiedlichen Zuständen, sag ich mal. Und dann, wenn irgendwas gar nicht funktioniert hat, die Leute etwas überhaupt nicht gesehen haben oder verstanden haben, dann nachzubessern. Das ist ja auch immer sehr hilfreich, wenn man direktes Feedback bekommt, um dann zu gucken, was funktioniert eigentlich am Kunden und was nicht. Aber um mal so Kleinigkeiten auszuprobieren, lohnt sich das schon, irgendwie den Leuten sowas zu zeigen und dann auch mal daneben zu stehen, über die Schulter zu gucken und zu gucken, weil wir selber sind irgendwann blind. Wir kennen das Spiel dann so gut, dass wir gar nicht mehr wissen, wie das für jemanden ist, der es nicht kennt. Und das ist dann interessant. Es ist immer sehr schwierig zu sagen, was einem eine Convention oder eine Messe bringt. Man geht da hin, man trifft zwar sehr viele Leute, man kann sehr viel Feedback abgreifen, was auch sehr wertvoll ist. Vor allem in der heutigen Zeit, wo man sehr frühzeitig schon mal ein Stück von seinem Spiel zeigen muss. Wir haben schon sehr früh eine Demo gehabt und da kann man sehr viel abgreifen und sagen, okay, das gefällt den Leuten, das gefällt den Leuten nicht. Da bist du live dabei, du kannst schon mal sehen, wenn einer spielt, du kannst dich dahinter stellen, kannst ihm Fragen stellen, das ist super wertvoll. Und die Community zu treffen ist großartig, weil man so die Grundstimmung, die man so im Internet so lesen kann, ist ja manchmal nicht unbedingt repräsentativ. Ja? Es wird auch viel gemeckert, fair enough, wird auch viel gelobt, aber wie sieht es denn wirklich aus? Wenn man sich mit den Leuten dann persönlich unterhalten kann, die deine Spiele gut finden oder auch vielleicht nicht gut finden, ja, Leute, die unsere Spiele halt doof finden oder so, warum eigentlich? Woran liegt das? Und im persönlichen Gespräch kann man das sehr, sehr viel besser ergründen und kann den Leuten dann auch entsprechendes Feedback geben. Man versteht einfach viel mehr, wie die Menschen da draußen, unsere Kunden, uns gerne sehen wollen, wie sie unsere Spiele spielen wollen. Und das ist von immensem Wert auf jeden Fall. Ich freue mich einfach, wenn ich auf der Bühne stehe und den Leuten das nahebringen kann, woran unser Team gearbeitet hat. Und dass der Kontakt zu den Menschen nicht ausbleibt, ist klar. Und du kannst halt unglaublich viel aus den Gesichtern lesen, wenn du nicht nur, wenn du auf der Bühne stehst, sondern wenn du auch im direkten Gespräch mit den Leuten bist. Das heißt, wenn man ein Spiel spielt und das Spiel mag, dann hat man unglaublich viel Energie, auch dem Entwickler zu sagen, ah, warum habt ihr das und das denn nicht so gemacht? Oder cool, dass ihr das so gemacht habt. Und Lob und Kritik abzuholen ist einfach wichtig, wenn man auch weiter an seinem Spiel arbeitet, auch an seinen eigenen Fähigkeiten arbeitet. Diese ganze Arbeit können eigentlich nur wir machen, vom Storybereich und Designbereich, weil wir sind die Einzigen, die das Spiel in ihrer Gesamtheit kennen. Die Programmierer sehen dann ihre Grafikfeatures, die Level-Jungs sehen ihre Level-Teile und sowas. Die Creature-Jungs sehen irgendwie ihre Creatures oder ihre Animationen. Da wir das ganze Spiel zusammenbauen, sehen wir halt das gesamte Spiel und sind auch die Einzigen, die wirklich über jeden Aspekt was sagen können. Und deswegen, ich weiß nicht, ich glaube, das hat kein halbes Jahr gedauert, dann war ich mit auf der ersten Messe. Das ist einfach so direkt erstmal hier, komm mit. Ja, wir machen ja die komplette Engine selbst, bis auf ein paar zugekaufte Module.
Und dazu gehört natürlich die komplette Grafikprogrammierung. Das heißt, ja, die Möglichkeiten, die wir dem Artist an die Hand geben, um im Prinzip ihre Kreativität auszuleben. Das geht vom Materialsystem über die Render-Pipeline bis hin zu Global Illumination und Snow and Rain Rendering, Depths of Field, eigentlich alles, was damit zu tun hat, am Ende ein Bild auf dem Bildschirm zu zaubern. Klar, das Setting beeinflusst natürlich im gewissen Rahmen auch immer die Rahmenbedingungen für die Programmierung, aber im Endeffekt, da wir uns in ziemlich ähnlichen Genre bewegen und auch zum Beispiel mit Schusswaffen schon vorher Erfahrungen gesammelt hatten in der Risen-Serie, hat sich jetzt so grundlegend nicht wirklich viel verändert. Es ist natürlich so, dass man immer dieses Thema auf das entsprechende Spiel anpassen muss. Also Sachen wie zum Beispiel Skills und Crafting und so weiter, das muss man natürlich immer anpassen. Des Weiteren gibt es natürlich auch durch das Setting bedingt diverse Ansprüche an die Grafik, die sich dementsprechend ändern. Ja, in der Vergangenheit haben wir zum Beispiel relativ wenig Wert auf metallische Oberflächen gelegt, weil das in einem klassischen Fantasy-Szenario relativ wenig eine Rolle spielt, da alles aus Holz und Stein gebaut ist. Und in einer Science-Fiction-Umgebung ist eben Metall doch ein relativ wichtiges Material und muss dementsprechend auch mehr Augenmerk bekommen. Nun, es gibt ja eine Vision von dem Spiel und die Sache ist, dass dieses Spiel Elex und die Welt von Elex sehr, sehr geprägt ist von Widersprüchen und Kontrasten, ja, und vor allem Gegensätze. Das heißt, dass wir ein Science-Fantasy-Universum haben in einer postapokalyptischen Welt und alles hat so seinen Einfluss in die Musik, weil die klassische Musik passt eher zu so Fantasy-Sachen, eher so Herr-der-Ringe-Kram oder auch Gothic oder sowas, ja. Und wenn du dann ins Futuristische gehst oder auch einfach nur dieses Postapokalyptische, dann muss das alles schon sehr melancholisch und schwer sein. Und beim Futuristischen halt ist es sehr elektronisch lastig und so weiter. Das heißt, auch da muss man diese ganzen Gegensätze auch wirklich spüren und hören, auch während des ganzen Spiels. Das heißt, je nachdem, in welche Region man kommt, muss sie dann auch immer dazu passen. Die Wahl der Instrumente bestimmt dann im Endeffekt, wo es hingehört. Ja. Muss man sich so vorstellen, also Geigen oder Streicher, Strings passen überall rein, Staccato passen überall rein, aber der klassische Synthesizer, den findet man eher klassischerweise in moderneren Regionen, anstatt in tatsächlich irgendwo im Wald mit Schild und Schwert. Der Soundtrack ist ja im Grunde genommen eine Zusammenstellung der ganzen Musikstücke, die im Spiel zu hören sind. Und im Spiel gibt es unterschiedliche Musikstücke, die gespielt werden, die immer situationsbezogen sind. Da gibt es einmal die Environment-Musik. Das heißt also, du kommst in eine bestimmte Region, zum Beispiel ins Land Edan, ja, wo du mehrere Ruinen rumstehen hast oder wo du in eine Stadt gehen kannst, der Berserker, oder wo du halt in einen Dungeon gehst. Und jedes dieser Regionen, als Beispiel, hat eine eigene Art der Musik, eine eigene Art der stimmungsaufbauenden Geräusche, die dann auch in der Musik sind. Und das heißt, die sind Stücke, wenn der Spieler zum Beispiel im Dungeon stehen bleibt, ja, dann hört die Musik ja nicht einfach wieder auf, sondern sie spielt immer weiter. Das heißt, sie loopt. Ja, und sobald ein Monster kommt oder ein Gegner, ja, dann gibt es halt die Kampfmusik, die passend dazu gespielt wird. Das heißt, die eine ruhige Explorer-Musik wird übergeblendet in die Kampfmusik. Und wenn ich mich nachts dort bewege, dann fehlen auch ein paar Instrumente. Das heißt, da ist das Exploren halt ein bisschen leiser, ein bisschen weniger Tamtam. Und diese Stücke sind eher weniger Bestandteil eines Soundtracks, wo ein Track halt anfängt und wieder aufhört. Anders ist es bei Stücken, die in Dialogen zum Beispiel gespielt werden, wenn ein Charakter irgendwie seine Intentionen beschreibt oder es irgendwie emotional untermalt wird, ja, dann sind da schon Musikstücke, die einen Anfang und ein Ende haben. Ich sag mal so, ich habe insgesamt 7 Stunden Musik ins Spiel gepackt. So, das ist sehr viel. Ja, das ist nötig. Das ist tricky, weil es läuft.
gerade unsere Schauspieler sind das nicht gewohnt, kein Bild der Figur vor sich zu haben. Bei normalen Filmvertonungen läuft es so, hier hast du die Figur, oder auch bei anderen AAA-Produktionen, hier hast du die Figur, so sieht die aus, so und so verhält die sich, mach was dazu, denk dir eine Stimme dazu aus. Bei uns läuft es oft andersrum, weil die Figur noch nicht da ist, ist bei mir im Kopf, okay, dieser Schmied, von dem ich vorhin geredet habe, ist irgendwie ein dicker, brummiger Typ und er hat irgendwie eine tiefe Stimme. Und dann erkläre ich ihm den so, ja, so ungefähr soll der sein, mach mal deine beste tiefe, brummige Schmiedestimme. Wenn ich sage, okay, die gefällt mir, wird die aufgenommen. Und dann wird der Charakter nachher dann darauf angepasst, dass der möglichst gut zu dieser Stimme passt. So, das Studio liefert uns ein Casting. Das sind dann, sagen wir mal, 40 Sprecher. Und diese 40 Sprecher liefern die uns mit Sprechbeispielen, also mit Sounddateien. Die wir uns halt anhören und dann machen wir uns eine Liste und sagen, okay, diese Charaktere brauchen alle eine brummige Stimme. Diese Charaktere brauchen alle irgendwie eine feige, piepsige Stimme oder sowas. Und dann ordnen wir die zu. Und wenn wir dann am Ende sehen, uns fehlen aber noch zwei brummige Stimmen, weil wir dafür nicht genug Abwechslung haben oder sowas, dann sagen wir dem Tonstudio hier, hört mal zu, habt ihr da noch mehr, die in die Richtung gehen? Dann geben die uns nochmal fünf. Und dann teilen wir die irgendwie ein. Und so kommt man nach und nach, arbeitet man sich dann daran, dass man halt dann für alles die richtigen Stimmen findet irgendwie. Und dann werden die gecastet. Und wenn die dann, ja, und dann geht man ins Tonstudio, die kommen nach und nach. Wir haben jetzt, glaube ich, 10 Wochen saßen wir im Tonstudio und haben dann halt nach und nach jeden Tag die Sprecher sind da reingetrudelt, aufgenommen, nächste. War viel Arbeit, war aber auch geil, hat Spaß gemacht. Ja, mein Lieblings-Easter Egg ist eben auch auf einer Convention entstanden und zwar zusammen mit unseren guten Freunden von den Rocket Beans. Und das war eigentlich, man spricht sie hin und her, shakert hin und her und da wollten die Micha Bros. Die man durch ihr legendäres Gothic 2 Let's Play sicherlich zu kennen und schätzen gelernt hat. Da haben die einfach so von sich aus gesagt, ja klar, dann sind wir hier mal Synchronsprecher, dann machen wir das doch mal. Und ja, wir haben da ganz lapidar geantwortet, ja klar, machen wir. Und aus so einem Scherz ist dann so etwas Tolles erwachsen. Irgendwie man denkt sich, okay, eigentlich kann ich das ja wirklich machen. Ich meine, was hindert einen irgendwie? Man nimmt das einfach locker in der Branche. Ja, und dann habe ich mich hingesetzt und habe da ein bisschen was ausgearbeitet. Und dann kamen die Jungs hierher und da habe ich sehr viel Hilfe von allen Seiten bekommen, unter anderem auch von dir. Und haben das einfach in die Tat umgesetzt. Was es genau ist, wird man im Spiel erfahren. Aber ich denke, es ist eine ganz lustige Nummer geworden, die einfach aus Blödsinn entstanden ist. Und sowas liebe ich einfach. Das muss einfach sein. The main difference I found between working on like a film project with ADR or working for TV and dubbing and sound mixing is the actual scale of the project. The minute you get like an open world game, you've got thousands of hours, hundreds of hours worth of recording to get done because just the size of the game requires that amount of interplay and dialogue. So whereas the short film is 1.5 hours, Elix comes to, what's 100 hours worth of gameplay? So that all needs to be filled with dialogue, and it's a very different animal to get your head wrapped around. Generally, it's an awful lot of reading. So we will go to the script and scour it through, get an understanding of all the characters, try and get as much detail as possible so that when we begin the actual recording process, we can give our actors a detailed backstory, an idea of the world that they're living in, and to fully understand all the different nuances in the character so that to give the best possible performance from that. But that and lots of whiskey, obviously. Yes. In this game, the characters that I really greatly enjoyed, especially from just the way of comparing the two, were the differences between Nasty and Kaya. Because the main player has an option to have a relationship with either of them, and they are complete polar opposites. And it's lovely to see that sort of interchange between characters and how he reacts to these two personalities bouncing off. Also, in addition to that, a war deck, because it was pulling on sort of nice ideas about paternal feeling and love, but still coming from an owl perspective, so really repressed, really held back, and just seeing that glimmering just coming through. It was a really fine line to walk in for the actor to perform, but I think we managed to get it, that narrow sort of band between that sort of emotional and unemotional character. Also, ja gut, es ist, wir haben ja diese Standardfloskel, ne? Dieses Elex postapokalyptisches Science-Fantasy-Open-World-Rollenspiel. So würde ich es mit einem Wort zusammenfassen, wenn ich müsste. Aber für mich ist es eigentlich mehr als das. Also die Essenz für mich von Elex ist eigentlich Freiheit. Freiheit im Rollenspiel, dass ich machen kann, was ich will.
So, das ist das, was ich gerne rüberbringen wollte in meinen Nebenquests, die ich geschrieben habe. Dass man wirklich immer verschiedene Wege hat und sowas. Also das war mir halt persönlich am wichtigsten. Und wo ich immer bei meinen Nebenquests versucht habe, darauf zu achten, dass das immer möglich ist. Einfach ein Rollenspiel, was dich als Spieler abholt und dir die Möglichkeiten gibt, eben deine Vision von einem Spielertyp umzusetzen. Es war jetzt trotzdem ein Satz, aber er beinhaltet noch längst nicht alles, was ich sagen will. Von daher, Elex is everything. Punkt. So, der nächste Satz. Für mich ist Elex das Spiel der Freiheiten und Kontraste. Es ist von vorne bis hinten ein Piranha-Bytes-Spiel. Also, wir haben zwar bisher nur Fantasy gemacht und jetzt kommt ein bisschen Science-Fiction damit rein. Oder das heißt ein bisschen, ist schon nicht wenig. Aber von dem Moment an, wo man das Spiel startet und loslegt, hat man so das Gefühl, ich bin doch irgendwie zu Hause. Laserkanonen, egal, ich bin zu Hause. So. Das, ja, finde ich schön, macht mir auch ein bisschen stolz, dass wir es geschafft haben, so ein, weiß ich nicht, so ein Gefühl oder eine Stimmung zu erzeugen, die auch unabhängig vom Setting ist, wie sich jetzt zeigt. So, das ist einfach unser Spiel. So, und das ist von vorne bis hinten Piranha-Bytes.